Verkehrt Meier. Der 60. Geburtstag war erst ein Jubiläum, ein halbes Jubiläum folgt, der 25. Staatsmeistertitel, der ist den nicht mehr zu nehmen. Ich glaube, das sind jetzt mittlerweile schon 23, 24 Siege. Ja, 25 Staatsmeistertitel, ich glaube, so gut wie jedes Zugtrainer in Österreich schon gewonnen. Was gibt es da noch für Ziele für einen Champion, der 25 Mal schon in Österreich zugeschlagen hat? Naja, man hat immer wieder Ziele und ich sage immer, die Ziele kann man sich in unserem Sportart nicht stecken, sondern die kommen kurzfristig her. Und was ich versichern kann, dass ich, solange es mir möglich ist und solange es mir für so etwas wie jetzt geht, mit dem gleichen Ehrgeiz und mit den gleichen Möglichkeiten, die ich jetzt habe, auch halten kann. Ihr habt in den letzten Jahren relativ viel in Deutschland investiert, also Serie Hamburg vor allem. Ich denke, das wird sicher schon noch ein Ziel sein, wenn gleich natürlich das gerade in Deutschland sehr schwer ist, da zu realisieren. Aber in der Sicht in Deutschland, ich glaube, das wäre auf jeden Fall noch ein großes Ziel. Ein schwieriges, aber ehrgeizig wie du bist, denke ich doch eines, das du vielleicht doch realisieren willst. Ja, das ist absolut richtig. Natürlich haben wir mit der Verhandlung mit einem Investor, die keine Mühen und Kosten scheut, um gute Pferde zu haben. Und wir haben natürlich auch seit den Jahren gekauft in Deutschland, auch mit dem Gedanken, dass das einmal offen ausgesprochen werden, dass in Österreich die Zucht zur Schmarrn geworden ist und wir brauchen auch in Österreich Blutauffrischung, wir brauchen auch in Österreich also wieder frische Schiebepferde, dann wird das ein bisschen durchgespielt und natürlich Zuchttrainer, hier wird es immer mit das Pferde herausstreichen, denn das kommt oder kommt nicht, aber Zuchttrainer in Deutschland, Standardtrainer in Deutschland, mit guten Pferden in Österreich, ebenfalls Zucht- und Standardtrainer zu begleiten. Das ist natürlich unser Ziel, das ist keine Frage. Und das deutsche Derby, was es betrifft, war immer ganz knapp geschlagen im Schüttelderby mit der Basel. Das wirklich eine tolle Sache. Habe ich den Vorlauf gewonnen und eine Hybridestrahlung. Und Masterclass war zum Derby hochvoll. Habe ich ein bisschen einen schlechten Rennverlauf gehabt. Ich bin dann eigentlich stecken geblieben. Ich denke immer noch, und ich bin fast überzeugt davon, wenn ich im richtigen Moment in der richtigen Fahrt bekomme, dann hätte ich das deutsche Derby gewonnen. Ja, auch den Gerhard Meier wünsche ich natürlich jetzt zu den Weihnachtsfeiertagen alles Gute. Programm ist, glaube ich, sehr dicht. St. Johann, Grau dazwischen, Neujahrsreise mit Meierhofen. Also Ruhe gibt es in der Familie Meier eigentlich nie. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ich kann auch nicht, dass man hier eigentlich überhaupt ein Ziel. Ich muss nur sagen, dass die Ruhe, wenn man in der Familie so eine Möglichkeit hat, dass jeder am gleichen Ziel zieht, dass man das auch verantworten kann. Das ist nicht so leicht. Wenn wir eingestellt und werden, dass man das so machen könnte, wie wir es machen. Und ich bin froh darüber. Ich bin einfach stolz, dass wir schon einen Zusammenhalt haben, der uns entsprechend auf das eine oder das andere Erfolgserlebnis gibt. Deine Bruder arbeitet dann noch bei mir, dir und deiner Familie wünsche ich auf jeden Fall alles Gute, schöne Feiertage. Und natürlich trotzdem einen guten Rutsch mit dem Gleich, der nicht so falsch schuldig ausfallen wird aufgrund des Wintertags in Meierhof. Ich möchte dir eines hinzufügen, ich hatte einmal, weil du jetzt das deutsche Derby angesprochen hast, ich hatte einmal ein Interview, das habe ich jetzt noch im Kopf, wie bin ich bei Bayern zurückgekommen, als wir schon bei mir rechts saßen und so weiter. Und dann haben mir die Leute gesagt, die Kollegen, deine Kollegen gesagt, dass ein Ziel von ihnen wäre. Und dann hat er gemeint, ich kann mich nicht genau an den Wortlaut erinnern, ein deutsches Pferd von einem Österreicher in Besitz und in Österreich trainiert, das deutsche Derby zu gewinnen. Sollte für ihn ein Ziel sein, natürlich, insbesondere mit den Investitionen, die wir auch getätigt haben. Und zum Schluss noch,
Alles Gute fürs neue Jahr und schöne Weihnachten. Danke, Gerd Meier, wir sehen dich ja heute noch ein paar Mal im Salki.